für deinen Beitrag. Hast du eine Sekunde, Sam? Es geht um den Direktor. Hätten die beiden keine starke persönliche Bindung, wäre es ihm nicht möglich gewesen, zu Amelies Strand zu springen. Also ich habe nachgeforscht und keine gefunden.
Das Netzwerk hätte etwas ausspucken müssen. Irgendwas. Aber da war einfach gar nichts. Sein ganzes Leben vor seiner Laufbahn bei Bridges wurde zensiert. Sein Name, seine Vergangenheit, alles. Wir haben keine Ahnung, wer er war. Das hat mich zu einer neuen Vermutung geführt. Was, wenn die Verbindung nicht zwischen dem Direktor und Amelie, sondern zwischen ihm und Clifford Unger besteht? Und was, wenn diese Verbindung den Sprung des Direktors zu Amelies Strand ermöglicht hat? Wenn die beiden eine gemeinsame Vergangenheit haben, könnte das erklären, warum Cliff auch den Direktor gefangen hält. Aber selbst wenn es so wäre, beantwortet das nicht die größere Frage. Wie zum Teufel sind die beiden an Amelies Strand gelandet? Sam, Hartman hier. Ich wollte noch etwas mit dir besprechen. Ich habe eine begründete Vermutung bezüglich Cliffs Ziel. Irgendwie beginnen unsere einzelnen Strände aufgrund des chiralen Netzwerks zu verschmelzen, wodurch eine einzelne riesige Fuge entsteht. Sollte dieser Prozess andauern, könnte eine Flut aus GDs über unsere Welt hereinbrechen und damit einen gestrandeten Tod von bislang unbekanntem Ausmaß auslösen. Clifford Angers Schlachtfelder und meinen eigenen Strand scheint dieses Phänomen nicht zu tangieren. Sie sind völlig isoliert. Sie überschneiden sich nicht mit anderen Stränden. Aber was wäre, wenn es noch eine andere Art von Strand gäbe, auf einer höheren Ebene, die diesen Prozess in Gang gesetzt hätte? Und was, wenn ein solcher Strand kein anderer als Amelies wäre? Cliff mag den Direktor zu sich gelockt haben, aber eigentlich wollte er wohl Amelies Strand unter Kontrolle bringen, um seine Macht über alle anderen Strände zu nutzen und die letzte Strandung auszulösen. Das ist die einzige vernünftige Erklärung für Cliffs Handeln. Deshalb musst du ihn aufhalten. Wenn Hartman recht hat, haben wir ein großes Problem. Die letzte Strandung mit dem chiralen Netzwerk und Amelies Strand auslösen? Deshalb war Higgs hinter Amelie her, oder? Wenn Cliff ihn dazu angestiftet hat, ja, es passt alles zusammen. Mit der letzten Strandung kann er sich endlich an einer Welt rächen, die ihm sein Leben und sein Kind gestohlen hat. Du musst ihn aufhalten, Sam. Du musst so schnell wie möglich zu Amelies Strand springen. Hol sie von dort zurück. Das ist unsere einzige Hoffnung. Wenn du es nicht schaffst, sind wir verloren. Gebraucht habe.
mach nicht denselben Fehler. Sei du selbst. Sei frei. Captain. Ich bitte Sie, geben Sie her. Erschieß ihn, John. Erschieß ihn. Das war ein Befehl. Erschieß ihn.
Bewegung!
Baby! Deckungsfeuer! Rückzug! Wir brauchen Verstärkung! Bewegung! Gegner angreifen! Deckung zurückziehen! Wir kommen hier raus. Versprochen. Gib mir mein Baby zurück. Bist du Clifford Anger? Wer bist du? Bist du der Vater? Sagt mir, dein Name sei Sam Porter. Aber du heißt Sam Bridges. Meine Brücke zur Zukunft. Du bringst Menschen zusammen. Du bist ihre Brücke zur Zukunft. Komm, Sam. Steh auf. Thank you.
verschwinde von hier. Ich kann nichts für deine Frau tun. Tut mir leid. Wenn sie mir etwas befiehlt, dann muss ich es tun. Ich muss. Doch ich habe erst unter dir gedient. Und deine Familie verdient das nicht. Nichts davon. Wieso hilfst du mir, wenn die dich erwischen? Weil du mir das Leben gerettet hast, Mann. Und zwar mehr als einmal. Als die Führung uns in die Hölle geschickt hat, warst du derjenige, der uns nach Hause gebracht hat.